ist drei Rüstungsklassen schwächer. Ja, hat aber bestimmt eine bessere Geschicklichkeit. RK-Bonus durch Geschicklichkeit auf 2 limitiert. Ja, eine mittlere Rüstung halt. Wenn du schwerer anhast, dann nicht mehr. Ja. Oder die, aber die andere hat noch andere Boni, die dich nehmen müssen. Eine Holztruhe. Verschlossen. Noch. Seid ihr denn schon wieder hin? Ja, ich renne halt durch die Gegend. Ja, ja, und ich versuche so ein bisschen Schutz zu halten. Ach, hier geht's auch runter. Okay. Ist drin. Oh, eine leichte Armbrust plus 1. Weit runter. Benutzt jemand von euch leichte Armbrüste? Ich benutze eine Arm, ja. Dann gehen wir dir die mal. Besser haben und nicht brauchen, als nicht haben und dann nur haben wollen. Aber genau, so eine habe ich schon. Nee, ist keine Handarmbrust. Handarmbrust kann man zwei nehmen. Ist nochmal eine schwere Armbrust in der Kiste. Ist mir wahrscheinlich zu schwer. Schwere Armbrust und Handarmbrust. Handarmbrüste wären gut für diejenigen, die es benutzen können. Kann man halt in jeder Hand eine nehmen. Voll viel verfaultes Essen. Verdammt, aus irgendeinem Grund bin ich schon wieder überladen. Ich verstehe das gar nicht. Kommt, wie das immer nur kommt. Ich mache ein Nickerchen. Der Charakter liegt da so wie Dracula im Sarg oder so. Was war jetzt? Ich habe ein Tagebuch angeguckt. Hm. Ich habe es jetzt nicht wirklich gelesen, sondern okay, ach, komm. Dann, du hast das gelesen. Ja, aufgemacht und damit man auf YouTube zum Beispiel dann sagen kann, okay, pausieren und angucken. Geht's hier noch irgendwie weiter nach unten? Ja, aber nicht weit. Kann da noch einmal rüberspringen, aber das sieht nicht aus, als ob da irgendwas wäre. Kommt die zerklüfteten Fels runter, kann da was einsammeln. Denn ja, der... Ach so, wir müssten noch was mit den Parasiten machen. Ja, also ich nicht. Du hast eine schwere Truhe übersehen. Dann würde ich mir den mal gönnen, weil ich habe noch keinen. Ja. Ich habe, glaube ich, einen passiven Bonus. Darum wird kriege ich keine Fähigkeit angezeigt. Welche, die schon erlernt sind. Günstige Ausgangslage ist schon erlernt. Lernen wir das also immer auch kollektiv? Nee, dann habe ich schon einen erlernt scheinbar. Hm? Ich habe Gesundheit übertragen anscheinend schon. Ich habe die günstige Ausgangslage auch gelernt. Habe ich auch. Randy hat den Energietunnel. Okay. Also wenn sie keinen goldenen Rand mehr haben, dann hat man schon was gelernt davon. Die haben alle einen goldenen Rand. Dann hast du es noch nicht gelernt. Aber bei dem einen steht noch nicht gelernt und bei der Ausgangslage noch nicht. Da steht nicht noch nicht gelernt. Ich glaube, es wird auch hervorgehoben, wenn irgendjemand das schon gelernt hat. Aber das, was Morph gelernt hat, ist auch noch nicht gelernt. So, hat einen Wurf auf Wahrnehmung nicht geschafft. Morph, geh da mal weg. Nee, war tatsächlich mein erster Körper auf dem Steam Achievement dafür. Bär, kommst bitte auch zur Seite. Macht ihr nicht da? Erreichbar.
irgendeinen Wahrnehmungswurf nicht geschafft bei einer Truhe, die ich aufschließen musste. Ich komme mal dazu. Genau, ja. Das dachte ich mir nämlich. Gut, dann komme ich nicht dazu. Ja gut, 4 Punkte, das ist jetzt... Ja. Da ist ein Schild drin. Das ist gut, stimmt. Das ist bestimmt sehr gut. Ja, also für die Leute, die Einhandwaffe benutzen, ist das durchaus eine Sache. Ich habe eine Einhandwaffe. So, das Ding hat eine Aktion, die man ausführen kann. Blitzaura. Verbrauche 3 Blitzladungen an Fässer einen elektrischen Stoß, der Gegner in der Nähe Schaden zufügt, sie durchrüttelt. Klingt doch gut. Macht 1W6 Blitzschaden. Die beide so als extra Ding und das normale 2 Rüstungspunkte. Fähigkeit mehr haben oder nicht, haben das übliche halt. Ja. Oh. Kann ich aber nicht benutzen. Kann ich nicht benutzen. Ich bin damit ungeübt. Haben wir wieder zurück an Absender. Interessant, ich bin beim Versuch zu springen gefangen. Aber irgendwo in der Nähe einen Schnellreisepunkt. Ja. Die Grimmschmieder. Jetzt springe ich nicht mehr, sehr gut. Na gut, habe ich den Weg zum Steinmetz abgekürzt. Zum Steinmetz? Was willst du denn beim Steinmetz? Das war der Händler, der nicht mit uns handeln will. Fantastisch. Wir könnten hier nochmal die Treppe hochgehen, wo wir schon... Ja, habe ich vor. ...lang gegangen sind. Aber ich habe halt einen langen Fußweg mit kurzen Beinchen. Da sind auch wieder gelbe Punkte. Erdenmeister. Und noch mehr Kühe. Ich spreche den erstmal an hier. Und macht automatisch. Das. Nier's killer in the flesh. Make yourself useful. Grab a cane and whip these drugging beasts into shape. That rubble needs clearing. And my patience is hanging on by an arse whisker. Ich glaube, wir mochten alle Niere nicht sehr. Ich glaube auch. And it sounds like your ass wants for a lashing, the way you talk out of it. Something spooks the dumb shits. So stop your jawing and get to working. Eins. Ja, man kann ja mal fragen. Ja, stimmt. You got no need to know and I got no need to tell. So get to Canaan or to leave him. Ja, dann überzeugen wir mal, ne? Ich bin mir sicher, das kannst du. Ich sehe schon, Ozzel will unbedingt die integrierte. Ozzel will unbedingt die Twitch-Integration benutzen. Ja. Die war nie auszutzen. Fine. Look at this. Adamantine. Stuff's no joke. Stronger than steel, rarer than mithril. It ain't mined. It's made. There's an adamantine forge back there, sure as shitting. Don't get any smart ideas. That forge is clan property. But get the beasts moving and I'll toss some coin your way. Genau das Ding suchen wir doch. Go on then. Light a fire under the buggers. Soll ich mal mit den Tieren reden? Ja, bitte. No more. No more pain, no more work. All must die. Ganz ruhig. Bin dabei. Wir sind hier.
Ja, was denn? Ich finde das gut. Der Rest ist doch Müll. Du willst doch bloß helfen. Oh. Du warst zu schnell. Glück gehabt. Wieso? Ich wusste genau, das reicht aus. Yes. They made the pain. Now they mir hattest du eine 4. Warum sind wir denn jetzt im Kampf? Verstehe ich nicht. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Du kannst in Ruhe zu uns laufen. Also. Ja. Der Kampf rennt dir nicht weg. Aber wieso sind wir im Kampf? Keine Ahnung, wir sind im Kampf. Kann ich das nicht machen hier? Hat man keine kurze Rast gemacht? Verrückt. Doch. Dann ich hatte eine kurze Rast gemacht. Dann verstehe ich es nicht. Didu, 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 didu. Jo, jetzt bin ich auch dran. Guten Tag, liebe Leute. Schöne Verteidigung. Ja. Ozzel nennt dich blutrünstig. Ich probiere das nochmal. Jawohl. Ist das nicht lustig? Ja. Morph, den brauchst du jetzt nicht angreifen für 10 Runden. Und ihr lacht doch so schön, so fröhliche Menschen. Ja. Müsste der eine den doch einfach runterkicken, oder? Na, lieber nicht, dann kriegen wir seine Ausrüstung nicht. Dann geht's tief runter. Wirklich tief. Ich habe eindeutig zu viele Kreaturen, das ist. Schlimm, ne? Ich bin ständig dran. Mein Beileid. Glaubt ihr irgendwie nicht. Warum? Ich weiß auch nicht. So geht das. Können wir die Kühe mitnehmen? Oh, eine Barbarin. Und da liegt sie. Hier hat rote leuchtende Augen. Irgendwie hat die was gegen mich. Kann ich auch nicht verstehen. Hacken zusammen. Ja, das gehört zu den Spuren. Kann man länger weiterlaufen. Aber nicht weit genug. Ja, dafür hast du eine Fernwaffe. Wow. Und am besten danach genau das machen. Auf die Nahkampfwaffe zurückwechseln. Ja, der hat immer das Geräusch gemacht, bis er jetzt wechselt. Was hast du dem nur für einen Witz erzählt? Ganz schrecklichen. Der war so schlimm, da konnte ich nicht drüber lachen. Ja, deswegen darf ich den jetzt auch nicht erzählen, weil ansonsten würden jetzt alle, die jetzt hier zuhören, einfach 10 Stunden lachen. Mal vor, das wäre sowieso eine Superkraft. Ich kann so krasse Witze erzählen, dass. Ach, das geht auch gar nicht auf Konzentration. Nee. Ach. Das macht ihr um einiges stärker. Das wäre mal ein Superheld, der so krasse Witze erzählen kann, dass Leute einfach nicht aufhören können zu lachen. Ja, finde ich gut. Ja, und das hat er sich bei dir abgeguckt, das mit den Rumkugeln. Morgia. Das Blöde ist halt, dass dieser Spruch einfach nur ziehen muss. Wenn das die Rettungsruf nicht schaffen. Die sieht ein bisschen aus wie Lord Zambesi. Okay. Es ist so ungewohnt, dass hier mal Zauber funktionieren.
Darf man die denn hauen? Wenn die da so in ihrer... Ja. Aber der andere kommt halt aus seiner Zauberwirkung raus. Ja, aber ist ja jetzt erstmal ganz gut. Ach so. Ah, der ist raus, stimmt. Ah. Man kann nur einen gleichzeitig verzaubern. Nö, der hatte weitergedacht gehabt eigentlich. Nee, der steht wieder. Dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Kann ich den ja hauen. Man lernt ja dazu. Ja, was ist denn das? Ja gut, aber die hauen so viele Crits raus. Oh je. Wir haben's versucht. Wieso ist die andere nicht mehr gelähmt? Scheinbar ging das nur für eine Runde. Obwohl da 10 Züge steht. Ich weiß es nicht. Vielleicht musste jeden Zug irgendeinen Rettungswurf machen und dann klappt der. Ein bisschen wie so ein Schubskreis da. Schubskreis muss aus meinen Charakteren bestehen. China ist sein eigener Schubkreis. Jawohl. Wie, unser Bade geht in den Nahkampf. Wenn ich ein Schwert habe, muss ich es auch benutzen. Hast du ja gesehen, wie gut das klappt. Rabe tötet wieder mal jemanden. Ja. Hat man schon lange nicht mehr. Zumal mich die Zauber jetzt ja auch nicht so überzeugt hatten. Ne? Immer aufgehört. Tja, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Das ist sehr seltsam. Was? Ja, eigentlich spielt er mehr so den Anatheil-Pender, wenn du das so anguckst, Ozzel. Spinne mit 40% Trefferchance. Was machst du denn? Aufgesetzten Schuss mit dem Bogen. Neugeborener Zombie? Ist er noch gegen uns? Nö, nö, der gehört zu Rani. Hast du den irgendwie verzaubert, dass er... Ups. Der ist gut durch. Ja. Der hat keine... jetzt Schaden bekommen. Der kriegt die ganze Zeit Schaden. Der Zombie. Hält der sich und deswegen oder was? Untote Kraft. Willst du vielleicht mal mit der Kuh reden? Ja, das wäre schön. Ja, ich muss grad mal gucken. Knochenkälte. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Hm. Keine Ahnung, wieso da... Vielleicht ist es ein Bug. Ein Ausrüstungsgegenstand von mir? Vielleicht geht deswegen der zweite kaputt. Weil du nur einen haben kannst und dann... Neugeborener Zombie, ein Schaden pro Zug. Zombies, die aus kriechendes Nagen entstanden sind, sind nicht von Dauer. Sie halten einen nekrotischen Schaden. Ah, ich sag... Ich habe aber kein kriechendes Nagen angewendet. Das sagen sie alle. Ich guck halt gerade, ob irgendein Ausrüstungsgegenstand für mich ist. Vielleicht ist das dein Zombie, hat einen Angriff gemacht, der das immer als Wahrscheinlichkeit, als Nebending hat.
Jo, da haben wir die rote Kuh. Die überlebt hat. Grey One's gone. Good. We'll stay here until it's safe to leave. For killing Grey Ones. Yes, I will do this. So einfach geht das. Jo, einfach mal mit den Leuten reden. Ja, mal die Fragen noch kleinen Gefallen tun. So gehört sich das. Wow. Nett. Okay, ein bisschen Adamantschlacke. Gut, dass eine Kuh überlebt hat. Ja, ansonsten hätten wir das irgendwie gemacht. Keine Ahnung wie, aber irgendwie. Das ist ein Skelett. Mehrere Skelette. Ja. Oh, stopp. Und eine Treppe. Ach, nicht schon wieder Treppen. Meine Knie. So alt bist du doch noch gar nicht. Sagst du? Wo weißt du denn, wie alt ich bin? Du siehst sehr jung aus. Die Schuppen sind noch nicht grau. Danke. Das nehme ich mal als Kompliment. Noch so eine Maske. Another mask. Was sagt sie jetzt selber, der Charakter? Ja, da ist Knochen drin. Oh, oh, oh. Ich hab nichts gemacht. Das macht mir ja Angst. Oh, eine Flasche. Da oben hängen Leute. Passiert. Schick. Oh, das ist eine Standard-Streitaxt. Oh, schicke Statuen. Ach, da. Haben wir vielleicht schon mal von unten gesehen, aber so gut ist die Kameraführung ja leider nicht. Ja. Selbst mit dem Kameramod kriegst du das nicht super hin. Besser, aber nach oben gucken ist meist ein bisschen problematischer. Bereits in Verwendung. Ist das eigentlich irgendeine Göttin oder so? Keine Ahnung. Was soll ich denn eigentlich mit den ganzen Knochen machen? Oh, das verkaufen. Ist das ist was Blaues. Kugel der Dunkelsicht. Something's off. Pure shadow. Around me. Inside. Ist doch eine Kiste, ne? Ich glaube, du hast die Falle nicht gesehen. Tja, passiert. Ja, danke. Danke. Sei vorsichtig, da ist eine Falle. Alter. Jetzt sag mal. Was war, warum? Ja, ich habe eigentlich einen anderen Weg geklickt, aber das interessiert die Charaktere hier nicht. Die laufen dann einfach. Also man könnte auf die andere Seite fliegen. Springen. Ich nicht. Ich hab mal eine kurze Rast gemacht. Also ich kann nicht darüber springen. Naja, mit den richtigen anderen Mitteln wie Zaubern geht das schon. Zauber und Tränke. Was geht noch? Trap. Be cautious. Da ist eine Trappe. Was war das? Okay, irgendwo sind hier noch mehr Fallen. Ja, ich versuche die mal zu entschärfen. Das ist gut. Be wary. Ja, es gibt eine Marmorplatte. Aber das sollte jetzt ja im Grunde kein Problem mehr sein. Die, wenn der die Platte wird unter Garantie den ausgelöst haben. Und mal mit der Kamera gucken nach hinten. Es sollte eigentlich alles gewesen sein, theoretisch. Ich probiere es mal aus. Ja. Nicht ganz. Wieso kriege ich dann schon wieder das Tutorial für den rundenbasierten Modus? Weil der rundenbasierte Modus gestartet ist. Voll voll. Okay, die Platte ist jetzt kaputt. Klick. Ah, perfekt, du hast es ausgemacht.
Nein, warum? Du sagst, du möchtest das Ding entschärfen. Warum? Ich habe so die Vermutung, das Ding ist bloß eine Weile aktiv. Ja, vermutlich.